Derby Time. Wer ist das stärkste Team der Hauptstadt? Diese Frage stellt sich zwischen dem LTTC Rot-Weiß und dem TC 1899 Blau-Weiß in der zweiten Bundesliga Nord. Ich meine, Blau-Weiß und Rot-Weiß sind einfach zwei super große Clubs, die einfach eine große Historie haben und das ist einfach immer noch mal ein bisschen mehr Prestige auf dem Tisch sozusagen, wenn die beiden gegeneinander antreten. Deswegen ist es so besonders und viele Menschen schauen sich das gerne an. Während die Blau-Weißen bereits ihren ersten Spieltag hinter sich haben und eine 3:6 Niederlage einstecken mussten, starten die Gastgeber frisch in die Saison. Mit bekannten und neuen Gesichtern. Wie Alvaro López St. Martin hat der LTTC sein Saisonziel natürlich fest im Blick. Wir hoffen, dass wir uns für die erste Bundesliga qualifizieren. Aber auch unsere Gegner haben ziemlich starke Mannschaften. Wir werden sehen, was passiert. Es ist Tennis. Aber natürlich hoffen wir, dass wir immer gewinnen. Zahlreiche Zuschauer finden sich auf der Anlage an der Hundekehle zusammen, um einen bestimmten Mann anzufeuern, welcher seit dem vergangenen Jahr für die erste Herrenmannschaft aufschlägt. Oleksi Krutik. Vor einigen Wochen spielte der Ukrainer erst in Paris, London und nun wieder in Berlin. Mit 6:3 und 6:2 gewinnt Krutik gegen den Amerikaner Alex Rybakov das Spitzenspiel. Es ist ein sehr großes Erlebnis, hier zu spielen. Dies ist mein zweites Spiel, das erste in diesem Jahr und der erste Sieg für diesen Verein. Ich bin sehr glücklich. Auf dem Nebenplatz macht sich sein Teamkollege Nino Ehrenschneider auf die Mission: Nächstes Spiel, nächster Sieg. Der 22-Jährige lässt seinem Gegner Lamine Da Silva kaum eine Chance und setzt sich nach einem furiosen Start mit 6:3 und 6:1 durch. Ich bin Linkshänder, er hat eine einhändige Rückhand, das ist ziemlich offensichtlich jetzt gewesen. Ich habe versucht, aggressiv über die Rückhand zu spielen, dass ich kürzere Bälle bekomme. Ziemlich offensichtlich ist das Ergebnis nach den Einzeln. Mit einer 5:1 Führung haben die Rot-Weißen den Sieg bereits in der Tasche. Dennoch wird doch im Doppel Vollgas gegeben. Als Derby-Sieger beenden sie den Spieltag mit einem 7:2 Erfolg. Für uns, also für Blau-Weiß, war es natürlich jetzt nicht so goldig. Haben insgesamt verloren. Dafür muss man auch sagen, dass die Rot-Weißen auch heute verdient gewonnen haben. Hatten einfach auch die besseren Spieler auf den Positionen. Hier noch einmal alle Ergebnisse im Überblick. Auch gegen den Kölner THC Stadion Rot-Weiß und HTC Blau-Weiß Krefeld wollen die Herren des LTTC Rot-Weiß Berlin punkten und ihren Platz in den oberen Tabellenrängen verteidigen.